EZD24 nimmt teil am Netzwerktreffen von Excel-Medien im Landtag des Landes NRW und am Campfire-Festival in Düsseldorf teil. Wer war da und was war das Ziel des Treffens? Also, das ist ein Netzwerktreffen für Exil-Medien sozusagen. Es ging darum, dass man zum ersten Mal sich bundesweit austauscht und guckt, ob halt die Exilmedien gemeinsame Interessen verfolgen und ob man da vielleicht Know-how bündeln kann. Ein Erfahrungsaustausch eben, von dem alle Beteiligten profitieren können. So, das ist, glaube ich, das erste Treffen, das es dazu hier gab. Und es war halt für mich jetzt persönlich sehr interessant, für meine Organisation, wir machen das aus Berlin, zu sehen, welche Akteure, Akteurinnen einfach in Deutschland hier noch unterwegs sind. Also der Gedanke, dass man gemeinsam an einem Strang zieht, kommt allen zugute. So. Genau, wir machen das. Wir haben halt auch ein Online-Magazin und arbeiten da mit verschiedenen Schriftstellern aus Kriegs- und Krisengebieten oder Leuten, die schon länger in Deutschland hier migriert sind, zusammen und versuchen eben, Einfluss beziehungsweise halt ein bisschen eine andere Perspektive zu zeigen der Erfahrungen der Menschen, die halt eben in Deutschland jetzt leben und ganz anders schreiben, als es zum Beispiel deutsche Journalisten oder Journalisten, wenn die über Flüchtlinge und geflüchtete Menschen schreiben, ist es unser Interesse, die Leute selbst sprechen zu lassen und zu sagen so, was sind denn eure Erfahrungen? Und uns ist es eben wichtig, die Menschen, die zu uns kommen und Journalistinnen sind oder Künstlerinnen oder Schriftstellerinnen, in ihrer Expertise anzusprechen. Das heißt, wir sprechen nicht von dem Treffen heute, nehme ich mit, dass es gut ist zu sehen, dass viele Leute ein gemeinschaftliches Interesse haben, in dem Sinne, dass man neue Perspektiven in die Debattenkultur in Deutschland einfließen lässt. Und ich finde das sehr wichtig, dass sich alle mal treffen, sich alle mal kennenlernen und man guckt, wo sind die gemeinsamen Nenner, dass wir weiterarbeiten können für die Zukunft. Mein Name ist Patrick Kennedy, ich bin der Leiter Kommunikation von Wir machen das. Ich bin Koordinatorin von Amal Berlin und Amal Hamburg. Von den beiden Redaktionen, die Lokalnachrichten auf Arabisch und Persisch machen, in den beiden großen Städten in Norddeutschland. Ich finde das total toll, dass so viele Leute, die an so vielen Orten in Deutschland professionell als Journalisten arbeiten und Programm machen, egal ob online oder gedruckt oder YouTube oder Facebook, zusammengekommen sind und sich zusammengetan haben, um gemeinsam zu überlegen, was man zusammen machen kann. Und was die Gemeinsamkeiten sind, aber auch was die Probleme und die Unterschiede sind. Fand ich super. Ich hoffe, dass daraus ein Netzwerk wird, was auch in Zukunft zusammenarbeiten kann und was sich gegenseitig stärkt und unterstützt. Es gibt, glaube ich, viele verschiedene Ergebnisse. Ich glaube, das wichtigste Ergebnis ist, dass Menschen sich kennengelernt haben und miteinander geredet haben über ihre Arbeit und sich gegenseitig in ihrem professionellen Arbeiten gestärkt und unterstützt haben. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass es gelingt, aus diesem Netzwerk tatsächlich ein Netz zu schaffen, was auch bundesweit gut funktioniert und wo bundesweit Leute zusammengeschlossen sind, die in den verschiedenen Redaktionen arbeiten, sich vielleicht auch gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig helfen, sich Tipps geben, vielleicht mal eine Weiterbildung zusammen organisieren, sich gegenseitig schulen und so.